Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein richtig leckeres Partyrezept, nenne ich es mal. Ich mache nämlich Mini-Pizza, kleine Piccolinis. Und zwar einmal mit einer vegetarischen und einmal mit einer Sucuk-Füllung. Wie soll es auch anders sein? Die Piccolinis sind super einfach vorzubereiten und ich finde sie gerade als Snack für unterwegs mal ganz gut oder auch für eine kleine Party. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich den Hefeteig herstelle. Den könnt ihr auch schon am Vorabend zubereiten, auch gerne schon die Füllung. Und deswegen legen wir gleich mal los. Für den Pizzateig brauche ich 225 Gramm Mehl, jeweils einen Teelöffel Zucker und Trockenhefe, einen halben Teelöffel Salz, 125 Milliliter warmes Wasser, etwas Pfeffer und 1,5 Esslöffel Olivenöl. Der Teig geht jetzt sehr einfach. Ich gebe jetzt einfach alle Zutaten gemeinsam in eine Rührschüssel. Ihr könnt ihn aber auch zum Beispiel mit der Hand kneten. Und ich nehme jetzt hier Trockenhefe, weil ich einfach nur ein bisschen Hefe brauche und deswegen jetzt keinen Hefewürfel anbrechen möchte. Pfeffer. Und jetzt knete ich schon mal und gebe gleich auch, das Rührmittel nicht reingesteckt, jetzt. Und jetzt knete ich schon mal und gebe auch gleich das Öl mit rein. Der Teig ist jetzt fertig, der ist schön geschmeidig und löst sich vom Schüsselrand. Und die Menge reicht übrigens aus für eine runde Pizza. Also so könnt ihr euch das im Prinzip vorstellen. So, der ist jetzt auch richtig schön geschmeidig, klebt nicht. Ist schon eine schöne handliche Menge. Jetzt forme ich den Teig zu einer Kugel und bestreiche ihn einfach mit etwas Öl oder zum Beispiel mit Mehl. Könnt ihr ihn bestreuen. So trocknet er nicht aus beim Aufgehen. Und dann lege ich ihn jetzt wieder zurück in die Schüssel. Decke ihn ab und lasse ihn etwa eine halbe Stunde bis Stunde aufgehen, bis er sich verdoppelt hat. Und in der Zeit werde ich schon mal die Füllung vorbereiten. Für die vegetarische Füllung brauche ich 100 Gramm Schmand, 50 Gramm Parmesan, den habe ich fein gerieben, 150 Gramm Champignons, Muskatnuss, 2 Esslöffel Olivenöl, die Gewürze Salz, Pfeffer, Thymian und Chili, eine rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe und 100 Gramm Blattspinat. Und für die Sucuk-Füllung brauche ich auch 100 Gramm Schmand, einen Büffelmozzarella, 100 Gramm Sucuk. Hier sind ein paar Oliven, etwa 60 Gramm, ein Esslöffel Tomatenmark, etwas Minze, Salz, Pfeffer und Basilikum und ein paar Peperoni. Ich fange jetzt erst einmal mit der vegetarischen Füllung an. Ihr könnt euch natürlich für die eine oder andere entscheiden oder auch so wie ich beide machen. Dafür nehme ich jetzt erst einmal die Zwiebel und die Knoblauchzehe und die werden jetzt erstmal fein gehackt. Kann ich schon mal das Olivenöl in eine Pfanne geben und werde es erhitzen. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel kommen jetzt auch mit rein und werden da bei mittlerer Hitze etwa eine Minute angebraten. Und in der Zeit kann ich schon mal den Spinat in feine Streifen schneiden. Gebe ich den Spinat mit dazu und der fällt dann ein bisschen zusammen und ich lasse den jetzt so lange anbraten, bis fast die komplette Flüssigkeit verdunstet ist. Der Spinat ist jetzt fertig, den fülle ich jetzt schon mal um und die Champignons habe ich auch schon mal fein gewürfelt. Und jetzt spinnt mein Herd, also muss ich hier auf der Herdplatte weitermachen, die geht jetzt nicht mehr. Warum auch immer. Und darin werde ich jetzt die Champignons noch anbraten und zwar deswegen, dass sie auch schon ein bisschen Flüssigkeit verlieren und das Ganze später nicht auf meiner Mini-Pizza landet. Die Champignons sind jetzt auch soweit, die kommen hier mit dazu, dürfen auch ein bisschen abkühlen, das heißt die Füllung stelle ich gleich fertig und für die Sucuk-Füllung werde ich jetzt auch schon mal Sucuk, Oliven und die Peperoni fein würfeln.
jetzt nehme ich noch den Mozzarella. Da habe ich jetzt einen Büffelmozzarella. Der ist etwas cremiger und auch intensiver im Geschmack als normaler Mozzarella. Der ist zwar auch ein bisschen teurer, aber der Geschmack, der lohnt sich wirklich. Die Zutaten gebe ich jetzt alle in eine Schüssel. Ich vermische das nämlich alles komplett miteinander. Hier gebe ich jetzt noch Schmand mit dazu. Der macht das Ganze auch schön cremig und dafür verzichte ich eben auf die Tomatensoße. Dann noch Tomatenmark und die Gewürze und natürlich Pfeffer. Und dann kann ich das alles miteinander verrühren. Die erste Füllung ist schon mal fertig, bei der zweiten genauso. Schmand, Parmesan und Gewürze zufügen und dann schön verrühren. Der Hefeteig ist jetzt schön aufgegangen, wie ihr sehen könnt, richtig schön locker. Den könnt ihr auch zum Beispiel am Tag vorher zubereiten, da könnt ihr auch nur die Hälfte der Hefe nehmen. Das reicht dann vollkommen aus und den könnt ihr dann im Kühlschrank aufgehen lassen. Jetzt rolle ich den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche schön dünn aus. Und jetzt habe ich hier Muffinformen, die werde ich jetzt mit Backtrennspray einfetten. Und jetzt nehmt ihr euch zum Beispiel einen Ausstecher, der etwas größer ist als die Muffinform. Ihr könnt aber auch ein Glas oder einen Teller zum Beispiel nehmen, den Teig ausstechen. Jetzt gucke ich mal, ob es von der Größe her passt oder ob ich einen kleiner nehmen muss. Und dafür legt ihr einfach mal einen Teig hinein. Jetzt habe ich die Förmchen fertig, jetzt kommt die Füllung rein und bei der Füllung, vor allem bei der vegetarischen, solltet ihr mit dem Salz ein bisschen aufpassen, denn je nach Parmesan kann es einfach ein bisschen zu würzig und zu salzig werden, deswegen erst salzen, wenn der Parmesan mit dabei ist. Ich nehme jetzt einen Eisportionierer, damit kann ich die genau gleiche Menge immer entnehmen und fülle die jetzt hier hinein und streiche sie danach glatt. Und so kommen die Mini-Pizzen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 210 Grad Ober-Unterhitze für etwa 20 Minuten. Ich werde sie jedenfalls fast ganz unten mit reingeben, also auf die untere Einschubleiste. Und sobald sie schön goldbraun und knusprig sind, sind sie fertig. Jetzt sind die Piccolinis fertig und sie sehen wirklich super hübsch aus und riechen sehr lecker. Und ich habe insgesamt 32 Stück rausbekommen und den kleinen Rest, den ich am Teig noch übrig hatte, habe ich einfach so in die Muffinform reingegeben, denn der ist dann einfach so als Brotsnack, also so Pizzabrot. Und die Piccolinis, die könnt ihr im Prinzip, wie gesagt, den Teig am Vorabend schon zubereiten, die Füllung könnt ihr auch schon vorbereiten und dann am nächsten Tag einfach schön ausbacken. Hier seht ihr unten, richtig schön knusprig. Also ich will da jetzt eigentlich nicht reinbeißen. Wollt ihr mal probieren? Eins mit Sucuk oder mit oder vegetarisch? Ich würde vegetarisch nehmen. Oh Mensch, Tom. Immer die Extrawurst. Dankeschön. Maris? Ich nehme mit Sucuk. Mit Sucuk. Dankeschön.
Und? Sehr genial. Also wirklich lecker, total würzig und sehr, sehr saftig. Und diese Piccolinis oder Mini-Pizza, wie man sie auch nennen möchte, sind natürlich perfekt für ein warmes oder auch kaltes Buffet, als Fingerfood, mal zum Mitnehmen oder auch einfach mal für den Abend. Und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht auf sallys-blog.de, da steht es nochmal für euch. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß beim Nachmachen. Natürlich könnt ihr euch bei der Füllung auch austoben, so wie ihr gerne möchtet. Und ja, viel Spaß und guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!